Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Verfressene. Mathilde! Die stopft sich hier schon den Magen voll. Ich hab Hunger! Ja, um 22 Uhr geht's los. Ihr seht, blutrote Nacht. Der Himmel hat sich rot gefärbt. Das heißt Zombies. Mal trinken. Ich bin mal so frei und koche was. Oh, was kochst du denn? Schinkenspeck mit Eiern. Ja, aber ich habe hier noch was gefunden, eine Lammration. Die haue ich mir auch mal in die Birne. Und jetzt habe ich wieder Durst. Okay. Dann esse ich noch hier ein Schinkenspeckei, was hier noch so rumliegt. Seit Tagen. Fasziniert, ich sehe dich nicht bei mir. Oh, ich bin unsichtbar. Warum bin ich bei dir unsichtbar? Ich habe keine Ahnung. I'm the Shadow Man. Also, solange die Zombies nicht unsichtbar sind, ist es mir eigentlich egal. Warte noch nicht rausgehen. Draußen ist gerade eine Kreischerin. Nicht, dass sie, bevor die blutrote Nacht losgeht, uns ja die ganze Butze zusammenkreischt. Ach nee, das muss ja nicht und, sein. Und, nee, da habe ich auch keine Lust zu. Wie viele Pfeile hast du dabei? Also, ich baue gerade noch welche. Wenn ich fertig gebaut habe, habe ich 328. 328, na gut. Ein bisschen mehr als ich. Aber ich baue gerade noch. Oh, also. Habe ich jetzt den Mais genommen? Das weiß ich doch nicht. Ich wollte die Glasflasche nur beiseite packen. Aber ich nehme noch mal eine Reservepistole mit. Wenn sie noch nicht so gut sind. Bringt zwar nicht viel, 15 Schuss sollte reichen für eine Runde Spaß. Und ich baue mir ein paar Frames, falls ich mal wieder runterfalle. Weil wir haben den Eingang auch mit Stacheln versehen. Und dann versuche ich mit den Frames auf die Plattform zurückzukommen. So, let's party. Das Spannung steigt, war das von Signal. Wo kommen sie? Da hinten ist doch die Kreischerin. Jetzt kannst du kreischen, jetzt kommen sie eh. Dumme Nuss, du. Gut. Dann haben wir da einen. Oh, hier kommen ein paar. Die Kreischerin ist übrigens noch nicht tot. Steht da nur. Bei mir stand sie nicht, bei mir lag sie. Warum ist denn hier der Kabuffke kaputt hier? Die haben den Steg hier gerade ein bisschen angekratzt. Schön, wie so die Beine kaputt gehen. Weg. Oh, bist du tot? Sie ist tot. Auf der anderen Seite noch was? Das klingt so irgendwie. Die greifen verteilt an, kann das sein? Ich geh mal gucken. Das ist fies. Die sollen gefälligst von einer Seite kommen. Hier ist nur einer. Es kann sein, dass auch die Kreisstante ja geschrien hat. Kann ne? sein. Dass die noch Verstärkung mitgebracht haben. Das ist halt doof, dass wir noch keine Taschen. Ah, scheiße. Heinrich, Mann. Ach, Heinrich, Junge. Was tust du denn? Sterben tue ich gerade hier, verdammt. Ich habe wieder nichts zum Heilen mitgenommen. Rüstung ist dafür auf Level 4 aufgestiegen. Alter, wenn ihr mal sehen wollt, wie man Rüstung aufsteigt, dann einfach mal in die Fallen springen. Fuck. Und jetzt wisst ihr auch, warum der gute Heinrich sich ein paar Frames mitgenommen hat. Ja. Ich hoffe, das reicht. Hoppi, hoppi, hoppi. Ich bin draufi, so. Ja, dann geh mal rein und hol dir ein paar Verbände. Verband? Ich nehme hier gleich Erste-Hilfe-Kasten hier. Ach, hast du eigentlich recht, Verbände reichen auch. Oh, Frames aufgebraucht. Ich wollte nur mal zeigen, wie ich das gemacht hätte, wenn man halt runterfällt. Ne? Natürlich. Es ist halt so doof, wenn es noch nicht so ausgeleuchtet ist, oder? Ah, jetzt wäre mir schon beinahe wieder passiert. Da kriechen sie alle. Oh, dreh dich doch nicht immer um. Dann trifft man den Kopf schlecht, ne?
Ja, zielst du gerade, willst loslassen und dann dreht er dir den Arsch zu. Bogenschießen, Level 12, juhu! Jetzt freue ich mich drauf, wenn wir endlich Bergarbeiterhelme haben, echt. Ja. Wenn es perfekt ausgeleuchtet ist. Ja, ihr seht ja schon, wir haben hier schon recht viele Fackeln aufgestellt, einmal rund ums Haus. Aber es geht nicht über das wunderschöne, grelle, elektrische Licht eines Bergarbeiterhelms. Der dahin leuchtet, wo man hinguckt. Ja, man kann ja manchmal auch gerade in Häusern Zombies gut übersehen. Oh ja. Wenn zum Ich hasse Zombies Häuser ohne Licht. Ach, hier sind ja auch welche. Okay, hast du? Aber die letzten Male haben wir echt beobachten können, dass die immer nur da angegriffen haben, wo wir standen. Aber heute haben sie sich hier verteilt. Ah, jetzt bin ich gerade gegen das Mikro gekommen. Der ist hin. Oh, jetzt treffe ich den nicht mit. Weil er mit so einem doofen Schädel rumwackelt. Die reißen das echt ab, ne? Das ist. Ja, ja, klar. Ab, Bogenschießen, Level 15. Boah. Ah, du bist eh immer besser bei dem Spiel. Ich weiß nicht, was du machst, du bist immer besser. Ich weiß warum, weil ich mal der Bekloppte bin, der immer Holz hackt und du bist in die Stadt. Ich will nicht sagen, aber. Ey, das gibt's doch nicht! Schon wieder. Ich bin irgendwie durch die Ecke geglitscht. Diesmal war es wirklich nicht meine Schuld. Das ist ja doof, wie ist das denn passiert? Friends, my friends. Ich stand gerade auf so einer Ecke oder vor so einer Ecke, guck runter, fall runter. Hier geht nicht mehr. Oh, eine Big Mama. Oder was das ist. Was ist ein hungriger Zombie? Hungriger Hugo. Nee, hungriger Humermann. Hungriger Humor. Wo sind denn hier noch welche? Ich bin jetzt gerade hier am Balkon, da war noch einer. Hm. Wieder ein sterbender Freund hier. Voll auf den Po geschossen. Oh, die haben das komplette Stacheldraht abgetragen. Hm. Und die erste Stachelreihe auch. Balkon ist alle hingerannt. Ja. Ich geh schon. Ich bleib mal hier. Oh.
kommen noch bestimmt wieder welche. Na klar, ist ja erst eins. Wir haben noch 3 Stunden vor uns. Ach ja, Bogenschießen Level 16. Nee. Wolltest du gesagt haben? Ach, da kommt wer angerannt, ein fetter Tourist. Oh, der frisst wieder Pfeile. Dickerchen, bleib mal hier. Bei den kannst du auch echt hier direkt unten in der Ecke. Ah, das ist aber tot. Zerledert. Fettbacke, Fettbacke. Hehehe, nicht gegen dicke herziehen, nur gegen dicke Touristen, die da unten das liegen. Das war gerade ein Zitat. Aha. Aus welchem Film? Deinen eigenen? Nein, die Dinos, Mann. Großmutter nennt Earl immer Fettbacke. Mhm. Oh, Spider. Eine Spinne. Also, wir nennen den warum auch immer Spinne. Oder? Ich glaube, der heißt sogar Spinnenzombie. Hm, wahrscheinlich deswegen. Okay. Ah, da kommt er. Das, der kann nämlich über Mauern klettern. Wände hochklettern. Generell, ja. Und wenn da keine Stacheln wären. Ich hab's. Schon gut? Sehr schön. Ja, ist halt hin. Da kommt noch einer rechts bei dir da. Am Steg vorbei, Richtung Balkon. Ja, wenn man halt so eine Bergbauausrüstung hat oder Nachtsichtgerät, dann kann man hier auch weiter in die Entfernung gucken. Und dann sieht man auch eher die Feinde, finde ich. Mit dem Abschießen klappt es nicht so aus der Entfernung, aber... Hast du auch drauf geschossen? Ja. Wir haben beide geschossen, dann war sie hin. Ist doch gut. Ah, so langsam merkt man jetzt, dass der Tag sich nähert. Es werden weniger. Es wird vor allem ein bisschen heller. Echt? Ja, so ein bisschen. Oh. Sieht man, wenn man so ein bisschen weiter in die Ferne schaut. Also ich kann jetzt so weiter weg schon wieder Blumen erkennen. Stimmt. Da habt ihr zwei Fussel auf meinem Bildschirm. Ah, da ist er. Hm? Bei mir? Oh. Ah, hast du gekillt. Ach, hier irgendwie am Balkon scheint auch vorne zu sein. Hör ich irgendwie. Ja, bei mir. Oh. Ach, das ist das Stück. Krankenschwester! Headshot! Tot! Ich liebe es, wenn der Kopf explodiert. Oh, das mag ich auch. Dann spritzt alles raus, yeah! Genau, und dass man das mit einem Schuss hinkriegt, das ist immer toll. Ich bin mal gespannt,
Manchmal ist das... Ah, da. Manchmal ist das... Ah, auch schon tot. Manchmal ist das so nach dieser blutroten Nacht, wenn wir gerade so die Leichen fleddern, kommt dann entweder direkt nochmal eine Horde oder manchmal auch so eine Kreischerin. Die auch nochmal abnervt. Ah, die sterben. Ich finde auch in diesem Spiel, man sollte... Was toll wäre, wenn man so... So einen Komposthaufen mit Leichen machen könnte. Um daraus Düngemittel herzustellen. Oder was? Fertilizer, ja klar. Ja, ich weiß nicht, ob ich so gerne mein Essen mit Zombies düngen möchte, um ehrlich zu sein. Oh, ich bin überhitzt bei der Dunkelheit oder was? Oh, ich sehe Sterne. Wow, siehst du auch die Milchstraße? Mhm. Cool. Straße von Kopf. Oh, ich sehe auch die Milchstraße. Präsentiert von Kellogg's. Bewegt sich ganz schön schnell die Milchstraße. Ja. Hör auf, dass die Welt sich so schnell dreht. Mir wird schwindelig. Halt sie an. Gott sei Dank ist die Erde flach. Was ist die Erde? Ja, und sie wird getragen von 4 Elefanten, die auf dem Rücken einer Schildkröte stehen. Ja. Und die Antwort auf alles ist 42. Das ist korrekt. Haben wir das so geklärt, ne? Die Fackeln wären mich wahrscheinlich hier. 38 Grad warm ist mir. Ich bin bei 36. Wir sind in der falschen Zone. Ja. Aber mit dem ist bei dir kommt da einer vorgekrochen. Ach, da. Einmal über die Fackel kriechen. Lebt er noch? Nee. Okay, tot. He's dead, he's gone, he's dead. Ja, haben's geschafft. Quasi. Alles wird gut, Mathilde. Alles wird gut. Ja, ich bin mal gespannt, was sie uns alle jetzt mitgebracht haben. Ich hoffe, ja, eine Schrotflinte oder so. Ja, ich gehe schon mal runter. Es sind ja jetzt nur noch 10 Minuten knapp. Ja, einer ist bei dir unter dem Balkon noch. Also. Dann kannst du nämlich schon mal runter hopsen. Ich würde dann nur erstmal die Tür freikloppen. Falls nämlich so eine Wenn so eine Horde hier auftaucht, sollte man schnell reingehen können. Oh, Entschuldigung. Bogenschießen Level 14. Ja. Ich komme näher. Gesundheit. Dankeschön. Ja, trinke ich erstmal drauf. Das war eine Krankenschwester. Ich dachte, ey, da läuft gerade Nemesis vorbei. Das wäre an Tag 7 aber mal extrem. Alter, ne? Ja, ich habe jetzt gerade nur ihre hübschen Beine gesehen. Hab gerade Panik gekriegt. So, fröhliches Looten! Ja, Leichen gleich wegräumen oder liegen lassen? Nö, kaputt hacken. Sonst kann man da nichts Neues hinstellen. Das stimmt auch nicht. Er hat uns nichts mitgebracht. Ich hasse solche Zombies.
Immer diese Geizhälse. Ja, Egoisten-Zombies nenne ich sowas. Oh, der hat schimmeliges Brot. Der auch. Der hat Blei. Glas. Nichts. 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 Alter, was ist denn los hier? Ah, eine schlechte Ausbeute. Ah. Haben die uns schon mal coolere Sachen mitgebracht? Muss man ja mal so ganz ehrlich sagen. Ah, meine Frames wieder mitnehmen. Ja, das war's, hä? Ja, das war die Schlacht. Das Problem ist, wenn man die nicht wegräumt. Oh, hier liegt noch einer. Bei den Stacheln, irgendwann gehen die nämlich kaputt. Die Zombies, und wenn sie Loot haben, geht der Loot dann auch flöten. Kohle hacken. Sagen, warte. Das ist dann auch schon von der Aufnahme hier heute. Warte. Oder? Warte. Worauf warte ich denn? Ja, das ist immer. Psst. Ich hätte schwören können, ich habe gerade so ein. Ich dachte, ich höre eine Kreischerin oder sowas. Könnte auch ein normaler Zombie gewesen sein. Aber wenn es jetzt in Kreischerin kommen würde, würde ich sie versuchen wegzulocken von der Basis. Damit sie die Verteidigung nicht kaputt machen. Aber da habe ich mich geirrt. Oder die Zombie ist weggegangen. Was wolltest du sagen, als ich dich unterbrochen habe? Verzeihung. Ich würde sagen, dann können wir gerade hier die Aufnahme beenden. Und den nächsten Tag können wir uns ja mal ein bisschen diese Stadt im Moment Südwesten anschauen, wo da diese Crack-a-Book-Version ist, die ich bis jetzt noch nicht kannte. Zum Beispiel. Und das sah nach einer relativ großen Stadt aus, als ich die gesehen habe. Von daher haben wir da einiges bei uns zu looten. Das könnte man machen. Lass mich nur mal kurz entleeren. Ach, man weiß nie, wann man Frames braucht. Die nimmt man mit. Essen. Oh. Das hört sich nach Einsatz an draußen. Ja. Ja, dann sind wir jetzt bei knapp 24 Minuten. Ist ein bisschen kürzer geworden, das Video, aber ich denke mal, jetzt haben wir halt quasi so die Nacht für sich gemacht. Ist ja auch nicht verkehrt, wenn man nur die Nacht sehen will, kann man dies tun. Schlange? Wo ist Schlange? Nee, Zombie. Auf der Distanz sehe ich doch keine Schlange. Ich bin auch im Schugge. Hab mich schon gewundert. Ich brauche einen Kaffee. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo, ein Like hinterlassen. Wenn ihr noch irgendwie Verbesserungsvorschläge, Tipps und Tricks habt, auch bitte ab in die Kommentare damit. Ansonsten, gibt es noch was zu sagen? Nö. Nö. Gut. Nö, von mir nicht. Also höchstens nur noch auch von mir ein. Macht's gut. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.